Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Alchemy Garden. In meinem kleinen Geschäft. Ich muss hier wieder sauber machen. Reparieren muss ich, damit die Kunden, wenn sie denn heute kommen dürfen, zufrieden sind. House Integrity. Irgendwo ist noch was nicht zufriedenstellend. Das wirst du gewesen sein. Ich muss auf jeden Fall die Sensibilität runterstellen. Das ist ja extrem. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wir gucken mal, was heute so ansteht. Irgendwas ist noch kaputt da. So, jetzt sollten wir aber alles repariert haben, oder? Ne, immer noch nicht. Da die Wand. So viel Reparaturen, die anstehen. Immer noch nicht ganz hundertprozentig. Noch irgendwas? Die Wände habe ich übersehen. Ja, beim letzten Mal. Du hast mich enttäuscht, Kabinett. Ich habe mir Besseres unter dir vorgestellt. Aber man kann nicht alles haben. Wir gucken heute erstmal. Es regnet, was ich schon mal sehr gut finde. Weil das heißt, wir haben keine Zeitverschwendung mit dem Gießen. Und dann gehen wir heute mal ein bisschen auf Erntetour. Gucken mal, ob wir vielleicht neue Blumen kennenlernen. Und vielleicht ist dann heute wieder ein bisschen braun angesagt, damit ich den nächsten Tag eben den Laden offen halten kann. Sicherlich nicht ganz so blöd. Nein, die hätte ich gerne hier. Ich hätte nämlich dann gerne die alle auf einem Haufen, damit ich nämlich weiß, okay, so läuft das. Damit ich sehe, da ist alles, was ich brauche. Alles, was geerntet oder gesät werden kann. Habe ich eigentlich irgendeinen Auftrag aktuell? Nö, ich habe nichts. Da müssen wir auch mal gucken. Neue Woche, neues Glück. Vielleicht gibt es diesmal Aufträge, die ich auch machen kann. Nicht so wie die letzten Male, wo ich einfach nichts liefern konnte. Weil sehr seltene exotische Pflanzen gewollt wurden. Oh, du bist neu, oder? Bist Lavendel, dich kenne ich schon. Ich dachte kurz, du wärst was Besonderes. Bist du aber nicht. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Lavendel. Aber ist es so. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und da hinten ist noch ein bisschen Stein. Zack. Haben wir noch ein bisschen Eisen, glaube ich, ist das auch. Ne, Steinerz. Und noch ein bisschen Kupfer. Damit können wir nicht viel anfangen. Wir könnten es auch anbieten zum Verkauf. Ich weiß nicht, wie gefragt das ist. Und das werden wir ja sehen, eventuell. Jetzt erstmal nochmal ganz kurz mein eigenes Gebiet abzulaufen, zu schauen, was es noch an Pflanzen gibt. Da mal in die Stadt gehen. Vielleicht gibt es neues Saatgut, was ich mir gönnen sollte, könnte oder möchte. Wir werden es ja dann sehen. Da ist noch Lavendel, da hinten ist noch Lavendel. Ansonsten relativ karg, was das angeht. Bäume brauche ich erstmal nicht fällen. Haben wir beim letzten Mal ja relativ viel geholt, als ich das Kabinett bauen wollte. Immer noch sehr enttäuschend, aber ich werde drüber hinwegkommen. So, ab in die Stadt. Gucken wir mal. Ob es da was Gutes gibt. Was Interessantes. Fängt mit Lavendel an. Ich meine, das Gute ist kostenlos Saatgut. Und Koriander halt. Also ich sehe auch nur Lavendel und Koriander bisher. Da ist noch ein Koriander. Da ist noch eins. Wir gehen erstmal oben rum gucken. Ich habe da hinten Lavendel gesehen. Zwei Lavendel, um genau zu sein.
Und dann werden wir nochmal ganz kurz bei der Saatgutfrau schauen. Vielleicht hat sie ja was Interessantes für uns. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aufträge müsste es neu geben. Da ist noch ein Lavendel. Hallo, Madame. Rosa Bohnen, Gänseblumen. Nope. Nichts für mich Interessantes auf den ersten Blick. Und was gibt es hier? Pupi, Dupi und Flash Raids. Die können wir machen. Kein Problem. Wann ist eigentlich hier das Fest? Das ist am Wochenende. Da kommt der Spezialmarkt. Und danach die Woche ist Sommerfest. Das heißt, wir könnten das entweder beides am Sonntag machen oder ich mache die Tränke sofort. Und bringe sie ihm auch direkt. Ich meine, das würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen. 8, 11 und 6 ist 17. Sofern ich mich nicht verziehe. Oh. Ich hoffe, dass dies für dich nützlich ist. Ich wollte Ihnen danken, dass Sie mir neulich bei dieser Aufgabe geholfen haben. Ich habe einige Gegenstände gefunden, die für Sie nützlich sein könnten. Ich brauche sie nicht, also dachte ich, es wäre eine gute Idee, sie zu haben. 5 Mondhibiskus und 5 Lilien. Alles klar. Dankeschön. Da sind wir jetzt bei 21. Dann wollen wir nochmal gucken. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 7 mal 3 Feld. Dann sollten nämlich alle neuen Pflanzen da untergebracht werden können. 2, 4, 5, 6, 7. Sofern ich mich nicht verzählt habe. Und diesmal sogar durchgängig im Raster geblieben. Es ist ja unglaublich. Na, ich muss hier ein bisschen noch an der Sensibilität einstellen, glaube ich. Ich habe mich vertan. Und zwar extrem. 2 mal 3 Felder zu wenig. Man könnte meinen, man wäre in der Lage, einfache mathematische Aufgaben zu lösen, aber ich bekomme immer wieder aufgezeigt, dass ich das offensichtlich nicht kann. Naja, wir werden dann mal 2 Pupis und Flashes herstellen. Wir haben jetzt aber wirklich alles angepflanzt, oder? Ja, haben wir. Perfekt. Was habe ich hier reingemacht? Stick Stein, sehr gut. Dann machen wir Kupfer auch mal hier zwischendrin. Wir haben hier besseren Erholsamkeitstrank. Und wir brauchen Poopies und Flash. Flash. Rot, blau, blau. Wie viel haben wir hier? 4. Dann machen wir einfach 3 und dann ist gut. Rot, blau, blau. Rot haben wir zum Glück ohne Ende. Zweimal rot. Bei Blau müssen wir sogar tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wenn man sich das so anschaut. Hier aber auch lecker. Pfefferminz und Koriander. Beides finde ich leckere Geschmäcker. Ich mag sowohl Pfefferminz als auch Koriander. Machen wir 3 von denen und 3 von den Pupis. Es sei denn, wir brauchen mehr Pupis. Wie viele Pupis haben wir noch? Pupi müsste auf der Seite sein. Da haben wir noch 3. Ja, machen wir 3, 3 und dann ist gut. Also rot, blau, blau und Pupi. Blau, grün, rot. Na, rot, blau, blau und dann blau, grün, rot. Da haben wir aber einige Probleme, muss ich sagen, was die Grünzufuhr angeht. Vielleicht sollte ich mir so ein Indoor-Grünzufuhr-Ding
Ding machen. Es war rot, grün, blau, gell? Ich will auf Nummer sicher gehen. Es war blau, grün, rot, okay. Gut, dass ich auf Nummer sicher gehe. Blau, grün, rot. Und dann werde ich die auch gleich abgeben und dann ist das Geschäft erledigt. Ist auch gut. Kriege ich vielleicht schnell eine Belohnung. Ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Blau, grün, rot. Dann eventuell wirklich unten im Keller so Indoor-Map, wollte ich sagen. Indoor-Blumentöpfe aufstellen. Oder hier in Ding verkaufen. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht, wenn man die so sieht. Ich meine, die werden sich das ja nicht einfach so greifen, oder? Nein, dich will ich nicht. Ich will dich zuerst. Und dann ein wenig von dem Grünzeug. Im Sinne von den grünen ist das Schwefel? Nein, das ist nicht Schwefel. Merkur-Zeug zu machen. Die Frage ist nur, habe ich davon noch Saatgut? Tulpensamen. Ich glaube, Löwenzahn war grün. Rosen ist auf jeden Fall rot, aber ich glaube, Löwenzahn war grün. Können wir ja im Botanikerbuch nachschauen. Wenn ich dann die Tasten richtig treffe. J, da. Löwenzahn, wo bist du denn? Da. Genau. Also, wir brauchen Indoor-Zeug. Es ist nicht Komfort, es ist nicht Nutzen. Dekorativ. Es sind einfach nur irgendwelche Pflanzengefäße. Gibt es da keine schöneren für? Kupfernder Wandblumenkübel. Kupfernder Wandblumenkübel, in dem du deine Pflanzen sowohl drin als auch draußen anpflanzen kannst. Für 8 Kupfer. Für 8 Kupfer gibt es stehend oder liegende Version oder hängende Version. Wir haben hier 12 Kupfer. Ich habe oben Kupfer reingetan. Machen wir jeweils ein. Wieso nicht? Dann können wir gucken, wie sie aussehen. Wir machen ein bisschen was. Ist ja auch nicht so schlecht. So, ich werde mich dann wahrscheinlich wieder ärgern, aber ist ja nicht schlimm. Wäre nicht das erste Mal und definitiv nicht das letzte Mal. Ich weiß auch nicht, wie viele man überhaupt dafür pflanzen kann, wie groß das ist. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Das ist klein, das wird nur eine Pflanze sein. Und wie groß ist der Kübel? Der ist auch nur eins. Das ist halt schon eine Verschwendung gewesen wieder. Ich weiß nicht, ob die mich beklauen würden, die Kunden. Das wäre ja im Prinzip schon was, was man auch ein bisschen außen ausstellen könnte. Denke ich. Aber es ist halt wirklich. Traurig. Das ist traurig. Für 8 Kupfer. Machen wir einen da, einen dahin. Und dann werden wir jetzt mal 2 von den Löwenzahn dahin hängen. So. Und das ist nicht viel. Gibt es noch andere? Das sind auch normale Kübel. Ich nehme an, dass sie auch nur für jeweils eine Pflanze sein werden. Also davon bräuchte ich eine ganze Armada, um irgendwie was machen zu können. Holz Nouveau Regal. Wandspiegel ist alles nicht wirklich hilfreich. Ja. Okay. So, natürlich muss das bewässert werden. Das macht ja nur Sinn. Die kann ich... Ich hätte es natürlich auch draußen hinhängen können, aber weil ich nicht weiß, ob die Pflanzen draußen wachsen können, wenn es nicht ihre entsprechende Jahreszeit ist, lasse ich es mal lieber sein.
Drinne sollten sie ja wachsen, weil da werden sie definitiv nicht vom Wetter beeinflusst sein. Hallo, ich habe deine Sachen. Hello, Patchy Goldflat. Hast du die Gegenstände, die ich brauche? Jop, da sind sie. Schönen Tag noch. Mach es gut. Haben wir ein bisschen Geld gemacht. Zusätzlich einen Extratrank, den ich jetzt noch ins Lager tun kann. Dann doch nicht wirklich viel vorbereitet, was die Tränke angeht, aber das kann man auch in der nächsten Folge vormittags machen, dass wir mittags dann wieder aufschließen. Ein Flash. Brauchen wir irgendeinen Trank insbesondere? Ich glaube nicht. Wir haben von jedem aktuell mindestens 3. Das finde ich schon mal gut. Wir haben mindestens 3 von jedem Trank. Ich glaube auch hier an den Ausstellungsstücken. Ne, davon haben wir jeweils 2. Okay. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Shop Variety steigt. Client Satisfaction ist gut. Ja, ich denke, der Laden ist an sich gar nicht so schlecht. Der Osterwagen da könnte vielleicht weg, aber ich finde ihn ganz gut zur Trennung zu meinem Lagersystem, weil ich das hier einfach nicht bewegen kann. Ich hätte das unglaublich gerne irgendwie umgestellt, um halt meinen Raum hier hinten ein bisschen besser anzuordnen. Aber was soll's? Was soll man machen? Ich kann es nicht ändern. Sieht insgesamt ganz gut aus. Wir haben unten zum was hergestellt, die Blumenkübel. Ja, sind sie 8 Kupfer wert? Ich denke, nein. Ich kann sie jetzt vorerst auch nicht wegmachen. Werden wir mal gucken, wie das Ganze eben sich entwickelt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Alchemy Garden. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.